Okay, ganz herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Mein Name ist Alex van Dulmen und ich bin kein Computertechniker, kein IT-Spezialist, kein Linux-Spezialist. Ich bin einfach ein einfacher Blödmanns, ein Forscher, ein Experimentierer und in meinen jungen Jahren bin ich in meiner Schule irgendwann einmal mit Linux konfrontiert. Und ich habe nichts damit anfangen können, komplett nichts. Das war so irgendwann 2001 und ich konnte nichts damit anfangen. Und mittlerweile, 10 Jahre weiter, ein bisschen mehr weiter, eigentlich wieder zurückkommen auf Linux und was eigentlich die Linux bedeuten kann und Open hat und Software für die Gesellschaft und zum Beispiel Forscherinnen und Forscher. Das werde ich eigentlich besprechen anhand eines Fallbeispiels von einer Forschung, welche ich durchgeführt habe, weil ich bin kein IT-Techniker, was bin ich dann schon? Ich bin Verkehrswissenschaftler. Und eigentlich alle Themen im Gebiet Verkehr interessieren mich und ich habe die Aufgabe bekommen, um eigentlich auszufinden, inwiefern das Fahrgastverhalten von Fahrgästen im öffentlichen Verkehr irgendwelche Einflüsse haben auf die Zeit, dass ein Straßenbahnfahrzeug an die Haltestelle steht. Das haben wir zusammen ausgeführt mit den heutigen Graz-Linien und dafür musste eigentlich eine Lösung gefunden werden, weil eigentlich alle herkömmlichen Produkte, um innerhalb ein Fahrzeug zu filmen, waren nicht anwendbar. Eine Infrarotkamera war zu teuer, das konnten wir uns nicht leisten. Normale Kameras gaben irgendwelche Probleme mit der Privatsphäre. Und daher haben wir eigentlich zurückgegriffen auf irgendwas selbst basteln. Daher haben wir diese Konfiguration eigentlich zusammengebaut, wo wir eine ganz normale Webcam genommen haben. Irgendwelche Verarbeitungseinheit haben wir gefunden in der Raspberry Pi. Und eine ganz normale Festplatte, um das Ganze, was wir dann aufgezeigt haben, zu speichern. Programmiert ist irgendwelches Filter, wodurch die Privatsphäre nicht verletzt würde. Und das Ganze ist natürlich auch in einem Testverfahren ausgetestet. Auf Leistung natürlich, wie funktioniert es, crasht es nicht. Und es ist eigentlich beim ersten Versuch gleich ganz stabil gelaufen. Natürlich haben wir auch Infrarot-Wärmebildkamera Bilder genommen, damit wir auch zu den heutigen Graz-Linien zeigen könnten, hey, wenn wir das in den Straßenbahn einbauen, dann brennt der Straßenbahn nicht ab. Und dann ist tatsächlich das Ganze eingebaut und es schaut ein bisschen ja, zusammengeklebt aus, hat aber insgesamt einen Monat in 2 verschiedenen Straßenbahnen durch Graz hin gefahren und für mich meine Daten aufgezeigt. Das schaut dann ungefähr so aus. Dies ist gleich das Filter, was dann darüber liegt. Und hier sehen wir, dass die Fahrgäste in das Fahrzeug einsteigen. Und das sind die Daten, die ich wieder brauche für meine Forschung. So, das war es eigentlich. Wo geht es hin in Zukunft? Es sind ganz viele tolle Projekte, die eigentlich entwickelt werden. Ganz viele tolle Hardware-Projekte, Software-Projekte. Und dadurch diese Open-Source-Community so sich entwickelt hat in den letzten Jahren und so viele tolle Projekte gebracht hat, kommt jetzt der Zeit, dass auch diese andere Leute, die ja mal was machen wollen im Gebiet Forschung, was für die Gesellschaft machen können, aber sich nicht die teuren Geräte von der kommerziellen Hersteller leisten können, tatsächlich selbst auch was machen können. Das ist ein Foto, was ich irgendwie geklaut habe von das Aducopter-Projekt. Das ist eine Möglichkeit, um für mich wieder das den Verkehrsfluss zu beobachten, ohne dass ich irgendwelche 10.000 Euro Drohnen kaufen brauche. Und das ist eigentlich, was Ihre Arbeit mich als Forscher bringt und dafür möchte ich Ihnen gerne herzlich bedanken. Gibt es noch irgendwelche Fragen?
Nein, die sind nicht mehr im Einsatz. Die sind nur innerhalb von einem Monat eingesetzt gewesen in bestimmte Fahrzeuge.